Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir, ich glaube, nicht sehr viel wichtige Sachen gemacht. Ich kann mich ganz ehrlich jetzt überhaupt nicht erinnern. Und deswegen, weiß ich nicht, wir sind jetzt hier. Ich nehme mal Kissen damit. Erlebt, was? Ich wollte eigentlich pennen gehen, aber anscheinend geht er nicht. So, wir sind hier in diesem einen Turm von diesem einen Typen. Ich glaube, Bist der aus dem hieß. Hauptquartier, oder? Ich habe keine Ahnung. Mein Gott. Bei der Railroad Voll musst du ja vorbereitet, ne? sein. Und so. Und ich habe mich hier ein bisschen umgeschaut. Ich habe unten auch alles geplündert, was wir da. Weiß ich nicht. H2, 2, 2, okay. Ich bin Was wir froh, alles dass du mir übersehen das hatten. So den Angebot ganzen Müll habe ich gemacht so hast. mitgenommen. Und ich habe hier was Um Schönes diese Leute entdeckt. zu Und sehen, zwar war das, fehlt sich von glaube dir ein. ich, Tigers ist eine der irgendwo wenigen hier. Boah, alle Raubtiere, Quasseln die sich dazwischen. fühlen. Hier, Pistolen und Patronen. Nett. Puff! Schusswaffen verursachen Dauer 5% mehr kritischen Schaden. Wie wär's mit allgemeinen Schaden? Das wäre irgendwie besser. Hi, Sind. Hi, Railroad Agent. Denk Hi, dran, Rice, der mein Typ. Haus ist auch dein Haus. Hey, hi, Wie? Rice. Nimm alles, was du brauchst. Ich dachte. Hi, Ich Rice, dachte danke für die gerade Blumen, die nicht, du ey. geschafft hast. Okay, hier scheint es nichts mehr zu tun zu geben. So, wo ist der H222? War irgendwo hier vorhin. Hi, Rice leitet einen guten Unterschlupf. Bei der Railroad wird es Es niemanden ist noch langweilen. genauso wie in Skyrim. Jede Person, an der du vorbeiläufst, quasselt mit dir. Mein Gott. Ich wollte es nur mal anmerken. So, raus hier. Und ich habe mal vorgenommen, zurück nach Vault 111 zu gehen. Hi. Weil. Ihr erinnert euch, da ist eine Waffe gewesen, die aber hinter einer Tür oder ein Schloss war, was Meister verschlossen war. Und das kann ich mich jetzt kümmern. Weil irgendwann müssen wir die ja mal holen, ne? Wer weiß, vielleicht ist die Waffe ja richtig geil, die da drin ist. Und ja, könnte uns sehr gut weiterhelfen in unseren magischen Abenteuer im Ödland. Und ja, ich habe mal ich habe eine folgende Quest bekommen, wieder weiß ich nicht, als ich im Ödland rumgelaufen bin und irgendjemand mich so angequasselt hat. Also, der hat mich nicht angequasselt, aber der hat einfach irgendwie so, ich habe so ein Gerücht aufgeschnappt schon wieder, also so wie ich das hier mit dem Museum der Hexerei bekommen hab. Und ja, genauso habe ich das auch bekommen in Diamond City oder irgendwie sowas, glaube ich. So, technische Dokumente habe ich auch, glaube ich, 6 Stück gefunden. Die waren alle in diesem Turm, wo wir gerade drin waren. Habe ich alle übersehen. Habe ich richtig gut gemacht, ne? Deswegen gehe ich immer zurück zu den ganzen Orten. So, Vault 111. Lange ist es her, ne? Und ich hoffe, es ist nicht so wie in Fallout 3, dass jetzt direkt eine Mission oder so kommt, die mit dem Vault hier zusammenhängt, weil ich möchte einfach nur reingehen und die Waffe holen. Damit ich das abhaken kann. Ich habe das nur als Notiz hier. Ich habe ja irgendwie. Als ich noch nicht als meisterhaft öffnen konnte, habe ich ja alles so notiert, weil ich noch nicht aufnehmen konnte. Und ja. Ja, wir können überhaupt hier rein, ne? Warte mal, muss ich hier den Aufzug aktivieren oder ich kann mich nicht bewegen, okay. Na, du kommst hier rein, ne? Meine Frau, aber nicht. Piper ist klüger als meine Frau. Soll man der auch mal Hallo sagen? Ist ja auch noch hier drin. Ich hoffe, er erwartet nicht irgendjemand. Ich will einfach nur die Waffe ehrlich gesagt haben, damit ich das auch mal weg habe. Sieh trotzdem an, meine Waffe. Ach ja, meine Waffe habe ich ein bisschen verbessert. Meine Black Ops Rüstung habe ich auch verbessert. So ungefähr 5 Schadenspunkte und Verteidigungspunkte mehr oder so. Sehr gut, ne? Meine Waffe, die ist jetzt richtig laut. Oder auch nicht, was? Als ich die getestet hatte, hat die irgendwie voll Echo gemacht die ganze Zeit. So, gucken wir uns nochmal hier um übrigens. Ich meine, damals, weiß ich nicht. War ich ja noch nicht so
ich sag mal, aktiv am Suchen, obwohl eigentlich schon, ne? Nur ich tue ja sonst immer aktiv suchen, verpasst trotzdem so viele Sachen. Also ja. So viel dazu. Er war schon direkt hier irgendwo, ne? Irgendwo hier. So, hier das. So, komm her, Kühlator. Entweder ist dieser Schrank so oder die Waffe. Ich hoffe, die bringt's auch. Boah. Alter, das Ding hat bis jetzt noch kein einziges Mal. So. Bis jetzt noch kein einziges Mal irgendwie einen Ausschlag gehabt. Sehr gut. Geschafft. Kryulator. Piper vergöttert dich, okay. Ja, also. Ich hoffe wirklich, das ist eine einzigartige Waffe. Und nicht einfach. Tut da keine Kugel? Nee. So, haben wir die Waffe. Was ist das genau? Das ist einer, der Piper irgendwie voll hell ist. Kühlator. Also. Was? Hey. Was gibt's denn zu tun? Okay. Das kommt mir irgendwie so vor, als wäre das so ein Flammenwerfer, nur mit Eis halt. Ja. Ich glaube, genau das ist das. Sehr gut. Könnte vielleicht nützlich werden. Ich habe das Ding jetzt, also werde ich es auch benutzen. Hallo. War Meister verschlossen. So. Wer weiß, ob hier irgendwas noch zu tun gibt. Ja, tschüss, Piper. Wer weiß, ob es hier irgendwas zu tun gibt noch. Wahrscheinlich müssen wir irgendwann noch mal hier rein. Aber jetzt wäre es mal fertig. So, dann machen wir uns jetzt auf. Ich habe hier zwei Ziele gesetzt. Einmal das Museum der Hexerei finden und einmal sollen wir der Irrenanstalt finden. Also ja. Ja, ich habe dieses Gerücht. Ich habe so viel Gewichte. Ich habe auch alle meine Granaten, die ich habe, mitgenommen, damit ich die vielleicht verbrauche und so. So, wir sollen hier hin. Parson State Irrenanstalt. Mhm. Wie gesagt, ist ein Gerücht, das ich aufgeschnappt habe von... Hier kommen immer mehr Leute. 11 Leute, ey, das Ding hier ist so klein, ne? Ich habe... Weiß ich nicht. Oh, da ist der Flammenwerfer. Apropos, ne? Das Gerücht, weiß ich nicht. Ich glaube, das war noch nicht mal Diamond City. Ich glaube, das war Sanctuary oder so. Irgendein Siedler hat mich so von der Seite so angelabert hier. So, wenn man an ihm vorbeiläuft. So, ja, übrigens, bla 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 bla. Ich habe noch nicht mal mitbekommen, über was der geredet hat. Aber, ja. Was, wo? Sehen irgendwo was Feindliches. Hi. Hey. Uff. Wie das aussah. Oh, ich sehe nichts. Jetzt sehe ich was. Du bist dadurch gestorben. Wieso eigentlich? Also ich komme. Mein Gott, wie viele sind denn jetzt hier auf einmal? Ich weiß gar nicht, macht die Waffe jetzt eigentlich mehr Schaden? Ich glaube, oh, das war sehr übel gezielt. Oh, was? Wow, was? Das Spiel noch auf Überleben. Ja. Wieso mache ich auf einmal so viel Schaden? Das war's dann wohl. Und Piper, du schaffst nicht mal einen hier zu erledigen, anscheinend. Okay. Speichern. Ich habe die ganze Zeit in Bunker Hill auf eine bestimmte Händlerin gewartet. Die hatte irgendwie
Eine Mantis-Klamotte, irgendwie so. Vader-Notiz, was? Und die war um Längen besser als meine Synth-Klamotte. Ich hab irgendwie, weiß nicht, 4 Tage oder so gewartet. Und die sind nie aufgetaucht. Immer war der gleiche da. Angeblich hat die Bande in Monsignor Plaza neulich einen großen Beutezug. Wenn wir hart genug zuschlagen, könnten wir für uns reichlich Kronkorken aussprengen. Suche in Monsignor Plaza nach Kronkorken. Ernsthaft. So ist die Mission irgendwie beschrieben. Wo ist denn das? Wo? Da sind die beiden. Wo ist diese Plaza? Nicht aktiviert. Hier irgendwo, hier. Ach, da. Okay, ja, möchte ich jetzt aber nicht hin. Ich möchte da hin. Wir sind nicht im Süden, das heißt, da könnten keine Todeskrallen auftauchen, ne? Weil dies irgendwie so im Ladebildschirm ist, wird gefährlicher. Im Süden! Da war da ein Bild von der Todeskralle und die hat da. Boah. Nein, nicht vergiften bitte, nicht vergiften bitte. Jetzt kommt der andere. Ja, voll geil ist. Du hast ihn fertig gemacht? Wieso krieg. Nee, hast du nicht. Ah! Ich wollte schon sagen, warum krieg ich die Erfahrungspunkte dafür nicht? Ah! Also ich gehe in so ein halbwegs neuen Gebiet rein, ne? Erste, was kommt, sind natürlich 5, 6 Millionen Gegner hier. Ja, du bist vorbei. Immer Red Sachen mit hier, Red Skorpion. Okay, wer hat den fertig gemacht? Keine Ahnung, speichern. Ja, kann ich jetzt mal hier rumlaufen, ohne von Gegnern kaputt gehauen zu werden? Kochstation, das ist jetzt nicht das, was ich getippt hätte. Das ist aber okay. Wie sind die Autos da hingekommen, ehrlich? Warte, ich sollte mal anfangen, hier so Sachen zu ernten. Kann vielleicht nicht schlecht sein. Jetzt kommt auch noch ein Sturm, oh Mann. Da scheint jemand gewohnt zu haben, oder gelebt, überlebt. Was haben wir denn da? Nichts. Ich war irgendwie so ein Nachtsicht-Fernrohr für mein Snipergewehr. Da war da jetzt irgendwas. Okay, da ist ein Toter, aber wer hat diesen Toten gemacht? Heute mal eine Pistole mitgenommen. Diese eine 10mm, die hat so eine 80. Ich sollte nicht so viel mehr mitnehmen, ich habe nicht so viel Platz. Hi. Notiz, okay. Notiz einfach nur. Ja, super. Ist nur okay. Billy, Kampfgewehr ist endlich in meinem Besitz. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, das Ding zu verkaufen, oder dass jemand spitz kriegt, was wir auch vorhaben. Versteckt habe ich das Ding in GNN. Wir treffen uns... Galaxy News Radio? Wir treffen uns heute Abend dort. PS, achte darauf, dass denen niemand folgt. Ich glaube, John wird langsam misstrauisch. Okay. Ich hoffe, das ist ein Ding. Ja, hier habe ich mal fehlgeschlagen. Weil ich zu viel gewartet habe in Bunker Hill. Dann ist halt irgendwann abgelaufen. Da gehe ich bestimmt nicht hin.
Jedenfalls jetzt noch nicht. Na, okay. Stoppen wir aber eine Nebenquest nach der anderen. Sehr schön. Da ist ein Turm. Und da ist eine Siedlung. Oh, sieht cool aus. Sind hier auch friedlich. Das ist auch blöd, man sieht keine freundlichen Einheiten auf dem Radar. Das ist irgendwie kacke. Linwoods. So ruhig. Hier ist viel zu ruhig. Hier wohnt eindeutig irgendjemand, aber scheinen alle irgendwie tot zu sein. Wow, was für eine geile Toastbrose. Ja. Oh, Meister. Okay. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Keine Ahnung, ob das so sein muss. Aber, ja. Boah, bis hier mal irgendwie. Boah. Da, warte. Boah. Alter. Alter, das fackelt noch gar nicht. Was zum. Wo willst du mich? Ich hab doch vorhin versucht, irgendwie so in der Mitte. Das ist echt so. Vor allem, ich habe ja schon ein paar Zeitschriften, die meine meine Schlossknacken-Skills ein bisschen verbessern, ne? Und trotzdem. Oh mein Gott. Ich tue echt nur so einen Millimeter irgendwie das Ding bewegen, ne? Na komm. Alter. Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob das schon wieder zu weit ist oder nicht. Boah, danke, oh mein Gott. Ja. Und dann nur für Schrott. Ernsthaft, das ist nur Schrott, was da drin gewesen ist. Boah. Krieg ich hier einen Erholungsbonus? Ich glaube nicht, ne? Was? Raider Ödländer, was? Wo wart ihr gerade alle? Ernsthaft? Din, 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 din. Boah, dann wartet der auf einmal um die Ecke. Sehr gut. Din, din. Alter, ich gehe ja kurz pennen und dann kommen auf einmal alle rein. Alter. Oh nee, ne. Das ist ein legendärer irgendwo. Komm ich da rein? Oh Gott. Was war dich fertig? Ach, du bist der legendäre, super. Ich frage mich, ob der mysteriöse Fremde auch irgendwie was damit zu tun hat. Den habe ich noch gesehen, sehr gut. Mann, weiß nicht. Wenn ich gegen Legendär oder so kämpfe, ob der dann weniger auftaucht, könnte ich mir so vorstellen.
Hier schön nach oben und baller dich von da oben ab. Kannst du mal glauben. Ich weiß nicht, was mich jetzt hier angegriffen hat. Da kann mich doch unmöglich von da unten treffen. Kommt der hier hoch? Mal Kistenschlüssel. Ja, na, ich könnte mal ein paar Granaten werfen. Ich habe gerade so viele Sachen dabei. Kommst du hier hoch? Warum, wo trifft ihr mich schon wieder, ey? Sehr gut. Der ist den ganzen Weg hier hochgerannt, ehrlich. Hi. Uff. Boah, jetzt ist der auch noch mutiert, ey. Schluss. Mein Gott, ey. Ehrlich. Kommen die auch noch da hoch, ey? Na gut, dann eben nicht. Boah. Also ein legendärer Raider taucht schon wieder auf und ich bin platt. Alter, ich krieg die Krise. Boah, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Oh, hi. Dead Face. Boah, natürlich speichert er jetzt genau da. Boah. Hi. Können wir mal sagen, warum ihr vorhin nicht gespawnt seid? Also sagen wir mal, aufgetaucht seid oder auch nicht. Mach jetzt wieder einen auf Feige. Wo ist Piper überhaupt? Kämpft die überhaupt irgendwo? So, Molotov guckt jetzt, kommt her. Ja, auch bereit. Das Wasser sollte ich vielleicht auch ein paar trinken. Habe ich auch voll viel. Okay, der scheint durch irgendwas Schaden bekommen zu haben. Boah. Du blöder Sack, du. Stellt er sich vor mir, damit ich... Ja, nein. Ich hasse jetzt, dass die so zielgenau sind mit ihren Granaten. So, die ganze Zeit kann dann also. Bäh. Was wirfst du da? Wo ist der eine? Da war noch ein normaler Raider irgendwo. Ich bin erledigt. Ja, gut. So, komm mal her. Ich habe ein paar Splittermieten, glaube ich. Bist du, hängst du irgendwo fest? Das wäre irgendwie geil. Was ist das? Was? Alter, wo ist denn der jetzt schon hingegangen?
Ja, frisst halt. Nur hat auch eine geworfen, du kannst es wagen. Ich brauche meine Spitamin nicht. Was ist das? Was treffe ich dich von da, ne? Boah, den sein ganzer Körper ist kaputt gleich. Und ich frage mal im letzten Moment, ich sehe das schon kommen. Mach mal ganz chillig. Oh, danke, noch eine Splittergranate direkt. Noch eine Splittergranate, danke. Ich sehe ja schon kommen irgendwie. Ich will eine Granate werfen, der schießt sie mir in meine Hand irgendwie kaputt. Das passiert doch immer irgendwie. Denn sein Kopf ist kein einziges Mal angeschlagen. Ehrlich. Oh. Hätte man das geregelt. Ja. Ich habe schon was Besseres leider. Tut mir leid. Ein Telefon da dabei. Ich habe nur, weiß ich nicht, immer Sachen im Moment. Ja, das war ja, nachdem ich das Schloss geöffnet habe hier, ne? Ja, ich habe den Schlüssel dafür gefunden, ne? Ist auch gut. Speichern. Piper wird schon irgendwie überlebt haben. Glaube ich. Ich sehe sie nirgendwo. Wird schon gleich hier auftauchen irgendwo. So. Das war nirgendwo was, ne? Fallenmäßig meine ich. Gut. Was? Noch mehr? Ja. Ja, was macht das denn hier? Ups. Oh Gott. Legendäre Alpha-Todeskralle, ja. Ja. Die mutiert auch noch, ne? Ach, wenn Gegner die erledigen, dann kriege ich die Erfahrungspunkte. Geil. Habe ich schon wieder getan. Ich sehe gerade die Zeit schon wieder am Weglaufen, deswegen beende ich hier den Part und gegen die Todeskralle kümmern wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlichst fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.